Als nächste Frau Abgeordnete Claudia Angela Gammon, bitte. Kollege Christ, es soll zu Beginn schon auch gesagt sein, die Kollegin Steger äußert eine sachliche Kritik, die wirklich gut argumentiert und recherchiert ist, wie schon auch im Ausschuss. Das Einzige, was Sie darauf zu antworten haben, ist eine persönliche Ad hominem Kritik, anstatt auf die Sachargumente einzugehen. Es ist genau das Gleiche, wie es schon im Ausschuss passiert ist. Und Sie werden mir erlauben, genau das ist im Übrigen die Definition von einer sexistischen Reaktion auf die Wortmeldung einer jungen Kollegin. Die Sportförderung in Österreich ist nämlich die allerletzte Bastion, wo noch brav alles rot, schwarz und Rest aufgeteilt ist. Und so funktioniert das immer noch. Es ist eine Tragödie, nicht nur für die Qualität, die wir uns von der Politik erwarten, sondern vor allem für die Sportlerinnen und Sportler. Jetzt haben wir ein neues Gesetz, das eine Gelegenheit geboten hätte, der Sportförderung Rahmenbedingungen zu geben, die ja wirklich einem modernen Staat entsprechen würden. Diese Gelegenheit wurde, das ist jetzt keine allzu große Überraschung, natürlich nicht genutzt. Das grundsätzlich Absurde in der Breitensportförderung, dass wir hier drei politisch geprägte Dachverbände haben, denen wir das Geld in die Hand geben, damit die das weiterverteilen dürfen, wurde hier nicht geändert, sondern einzementiert. Das ist ganz sicher weder sinnvoll noch effizienter noch wirksamer Steuergeldeinsatz. Und diese bestechende Logik wurde hier einfach noch im Gesetz weiter schwarz auf weiß einzementiert und für die Ewigkeit abgesichert. Da hat es Kritik gegeben, im aktuellen Sportmagazin zum Beispiel, auch von Dossier. Auch auf diese Kritik wird nur ad hominem gegen die Autoren eingegangen, anstatt die Argumente vielleicht aufzunehmen. Und so haben wir jetzt in § 3 den Breitensport sogar nur noch offiziell im Gesetz als Vereinssport definiert, was einen Ausschluss all jener, die nicht in Vereinen organisiert Sport treiben, bedeutet. Und ja, Sie werden es vermuten, es ist nicht nur die Mehrheit, es sind rund 80% jener, die in Österreich Breitensport treiben, sind nicht in Vereinen organisiert. Wir sind hier keine Vereinsmeiernation im Sport, schon lange nicht mehr. Und es gibt weiterhin eine absurde und sachlich unbegründete Sonderstellung von ÖFB, ÖSV und ÖOC, letztere, der sich noch extra in den Aufsichtsrat dieser neuen GmbH rein reklamiert hat. Warum die GmbH überhaupt so in dieser Form kommt, konnte auch nicht sachlich begründet werden. Und genau das hat auch der Rechnungshof in seiner Stellungnahme hergenommen. Und was letztendlich natürlich ganz Banane ist, ist, dass es jetzt möglich ist, dass Förderempfänger in den Kommissionen über die Förderentscheidungen mitbestimmen, was die absolute Definition von Unvereinbarkeit ist. Man müsste dieses Beispiel aus dem neuen Gesetz in das politische Wörterbuch dieses Hauses reinschreiben. Unvereinbarkeit ist das Sportfördergesetz und ist die Sportpolitik in Österreich. Und aus dem Grund dieser angeführten Kritikpunkte der Oppositionsparteien kann man diesem Gesetz auch einfach nicht zustimmen. Das ist eigentlich wirklich Irrsinn, dass wir das hier als eine ernsthafte Reform der Sportförderung verkaufen. Auch Claudia Gammon von den NEO stößt sich daran, dass Förderentscheider auch Förderempfänger sein können.